So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Galactic Science zusammen mit dem Kev und dem Debitor. Hallöchen. Hallo, wir sind gerade schon mal eingeloggt und hier sieht es ziemlich actionlos. Guck mal, diese Matrix-Action hier, wie ich diesen Pfeilen ausweiche, Spark. Yo. Aber die Skelette haben zwei Bögen. Oh, die sind mega langsam hier. Mega langsam. Oh shit. Oh nein, hab ich. Arschduster hier. Boah. Spark, hilf mir. Was? Die Fackeln bringen hier draußen nichts. Nee. Glowstone-Fackeln brauchst du. Ist ja. Voll sad. Nein. Ich treffe das Skelett nicht. Ich habe nur noch ein Herz, ich bin nicht wieder weg. Viel Spaß. Aber gut, dass du Inventory hier. True hast, ey. Also wie ihr seht, es ist gerade Nacht geworden und wir werden überrannt von einer Horde Viecher. Und das Skelett hat zwei Bögen. Ja, guck mal auf den Boden, also richtig viele Pfeile. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Leute, aber es ist anders als auf der Erde, wo man 24 Stunden... Leute, ich bin tot. Ja, wo man einen 24-Stunden-Tag-Nacht-Rhythmus hat, weil... Auf dem Mond, der ist ja eigentlich immer Tag. Aber wenn sich die Sonne dann einmal abwendet, sozusagen auf der anderen Seite ist, dann ist richtig lange Nacht. Ja. Aber wie lange denn? Na gut, wir haben letztes Mal komplett im Hellen aufgenommen, ne? Wir haben nur im Hellen aufgenommen, über eine Stunde. Wir können davon ausgehen, dass alles jetzt nur im Dunkeln stattfindet. Oh nein. Und wir können nicht schlafen, Alter. Ich glaube, wir müssen eine Mauer bauen. Das ist das Beste. Haben wir überhaupt genug Betten und alles? Nee, das eins ist hier es, oben? Ja. Warte, Wolle wäre nicht schlecht, ne? Soll ein paar Spinnenfarben gehen? Dann können wir zumindest mal ein Bett machen. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ich müsste erstmal überhaupt ein Schwert machen. Soll ich euch was sagen, Jungs? Das glaubt ihr mir nicht. Das Skelett kann sich töten. Ich habe es gerade eben tatsächlich hingekriegt, dass das Skelett den Creeper tötet. Ich habe eine Schallplatte. Nice. Guck mal, ein Zombie angeschlichen. Haben wir noch Fackeln eigentlich? Sind, ne? Fackeln. Ich schlag den zurück auf die Erde. Warte, Alter. Ich kann noch eine machen. Hier, ich habe Glowstone noch rausgefischt. Yo. Da habe ich jetzt gerade auch drei Stück. Epic Strike. Vorsicht. So. Also holen wir uns mal ein paar Fäden, wäre nicht schlecht, ne? Und ich mache hier gleich eine kleine Mauer, das heißt, dann können wir wenigstens... Halt, es ist dunkel, aber dafür die Sterne leuchten heller, kann das sein? Ich glaube, das sind mehr so. Zumindest. Das kann auch sein. Es könnte aber tatsächlich vom Mod sein. Ich würde ihnen das sogar zutrauen, dass die... Die Sterne heller machen, ne? Ja. Jetzt will man Spinnen suchen, jetzt sind ja keine. Wo setzen wir jetzt an? Wo geht's weiter? Wo haben wir stehen geblieben? Weil ist jetzt eine Aufnahme-Session. Bei Öl. Warum ist das Öl weg? Ach genau, Fueling Up. Da, Filled Oil Container brauchen wir. Filled Oil Kanister, so rum. Kanister müsstest du, glaube ich, schon haben. Genau, empty Kanister habe ich. Genau, und hier ist das Öl. Ach so, ich habe einen Zuschauertipp für uns. Ja. Und zwar wurde gesagt, wenn wir uns später mit dem Mindchem-Mod auseinandergesetzt haben, der soll wohl ziemlich OP sein. Der Mindchem-Mod? Also mit den... Ja, diese Chemikalien und so. Ja, genau. Der soll wohl ziemlich heftig sein. Bei Spinnen kannst du ja echt hochhalten, ne? Leute, ich habe eine schwierige Entscheidung. Oh, was denn? Violett, grün oder pink? Grün. Grün? Pink. Pink? Pink. Und er will violett. Ja, was soll ich jetzt machen? Oh Gott. Nein, Spinnen, oder? Ich habe drei Spinnen dabei. Ja, komm, ich nehme mal die männlichste Farbe davon und das wäre grün, Leim. Dann können wir mal die. Ich claim mal den Reward, denn wir haben den Ölkanister fertig. Ja. Yeah. Düm, düm, düm. Jetzt kommt hier das... Die tollen Sounds und mal gucken, was in diesem Reward-Bag drin ist. Beziehungsweise ich mache kurz ein bisschen Platz. Nein, ich habe ein Reward-Bag rausgeschmissen. Ich mache ein bisschen Platz im Inventar. Und ich habe schon wieder ein paar Seeds kommen raus hier und könntest du uns auch mal auffüllen. Ich mache uns hier mal so eine kleine Schutzmauer. Ich weiß, das ist nicht ganz so hübsch, aber, und aber praktisch, meinst du? Oh, ja. Ich habe ein Spawn-Ei bekommen und zwar Spawn Paul. Was? Der ist Paul. Der ist Paul. Das ist Paul. Das ist Paul. Soll ich klicken, wenn nicht, dass irgendwas kommt und uns jetzt wegfegt? Vielleicht sollen wir den einschwenden, Paul. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist er ja gut. So ein Händler, der erstickt. Ich weiß es sollen nicht. Sollen wir hier in der Ecke drücken? Aber ich... Spitze des Schiffs. Mhm. Wollen wir es riskieren? Ne, dass uns alles erlegt. Oh. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Soll ich mal Ecke setzen? Ist nicht so schön. Ja, genau, mach mal. Und komm. Ey, Leute, ich bin gestorben. Oh, lol. Können wir mit dem handeln? Nee, können wir nicht. Leute, ich konnte eine Quest... Claimen. Kev, guck mal den Paul an, der hat ein ganz tolles Gesicht. Der ist voll groß. Sag mal. Wow. Der kommt ja nicht raus. Ja, muss das mal wir können ihn gleich killen, vielleicht droppt er was, aber. Guck mal, der hat so ein Mindchem-Zeichen. Ja, aber das töten oder nicht? Gesicht ist voll genial. Alter, ist der hässlich. Ja, komm, der stickt jetzt aber komm, lass töten. Vielleicht droppt er irgendwas Gutes, weil ansonsten wäre es nämlich sinnlos irgendwie. Boah, seid ihr nett. Der stickt jetzt lass den töten. Okay. Nuklearkraft und nichts gedroppt. Nix, Mist. Aber voll sinnlos. Ich habe aber eine Reward geclaimed, ich weiß. Aha. Keine Sorge. Und zwar, ich bin ja gestorben. Ja, das war. Ach ja, stimmt. Eine ganz spezielle Reward, dass man
wieder so ein Oxygen-Gear bekommt, etc. Ja, genau, die hat jeder auch übrigens für sich. Also bei mir steht das noch nicht geclaimed, glaube ich. Bei mir ich glaube, die ist repeatable einfach nur. Achso, okay. Oh, das kann sein. Damit man die Sachen wieder kriegt. Das heißt, aber jedes Mal, wenn jemand stirbt, aber wir haben ja Keep Inventory True, deswegen ist es halt so wahrscheinlich. Wo sind denn die Quests? Ah, hier 76% schon fertig, geil. Ja, zumindest von dem ersten. Wir haben ja noch mehr davon. Ja, schon gut. Und ich gehe jetzt gerade mal durch, weil da können wir einige Dinge theoretisch noch machen. Automatic Timber. Wir brauchen I Need Rock. Da müssen wir einen Fallen Meteor rausholen. Boah, geil. Haben wir Rock? Haben wir nicht. Rock. Ich weiß nicht. Ich kümmere mich gerade jetzt erstmal um den Zaun. Oh, wir haben doch Sucrose bekommen, oder? Wo haben wir denn ich das? Ich hol Stein. Wieso, was wollen wir denn machen? Weil das kann ich hier abgeben. Im Questbuch. Und zwar kriegen wir wieder einen Reward Back. Zunächst mal Sucrose haben wir gefunden. 10 habe ich hier. Und dann können wir uns aussuchen, ob wir 10 Energy Conduits haben wollen. 32 Holz oder 64 Cobblestone. Ich wäre für die Energy Conduits eigentlich, oder? Ja, ich auch. Ich glaube, die sind später. Kabel können wir farmen. Ja, eben. Holz können wir auch farmen. Energy Conduits. Also entweder 64 Cobblestones, 32 Holzlocks oder 10 Energy Conduits. Nee, die Conduits. Ich würde auch sagen, Conduits, Gavin, anfangen. Ja, 100. Wie viel Faden haben wir jetzt schon, Freunde? Ich habe nein! Ich bin so einen blöd, Faden. Die kriegen wir alle. Die Rewardbacks muss man sich auch so, ne, die Energy Conduits. Egal, ich gehe mal Claim Reward. Ich habe den mittleren. Alter, eins muss ich ja sagen. Ich bin ziemlich froh heute. Wie viel Zaun soll ich denn noch bauen, Alter? Ich habe schon so viel Holz verbaut. Irgendwie. Ich hol Stein. Das wird alles hier gerade nicht. Conduits. Aber irgendwie habe ich keinen Stack Cobbles gekriegt, oder? Nö. Ich glaube nicht. Nicht? Jedenfalls, so. Ich habe einen Rewardback, einen Greater Rewardback, wenn ich da mit der Maus drüber gehe. Oh, das heißt, ein besserer? Wahrscheinlich, ich vermute es. Ist das mehr drin? Ich teste es einfach mal aus, indem ich ein bisschen Platz im Inventar schaffe und den gleich mal öffne und go. Oh, wieder ein Rocket Fuel, nee, nicht wieder, ein Rocket Fuel Tank. Raketentreibstoff. Gut, wir brauchen das ja auch Raketen nachher. Der sogar schon gefüllt ist mit Rocket Fuel. 16.000. Das ist nicht schlecht. Kann ich den haben? Ja, und dann? Wir haben doch keine Rakete. Oder willst du das Zeug trinken? Aber wenn ich eine habe, habe ich schon mal Treibstoff. Ja, ich wollte gerade sagen, willst du das Zeug bestimmt trinken oder sowas? Nicht voll ab. Wir holen übrigens gerade Stein, weil da müssen wir noch einen Fallen Meteor raussieben. Jo, ich sortiere mir an. Ich gucke ein bisschen, ob wir irgendwie bei den Quests was machen können, generell. Was und die Meteore fehlt? Kann man abbauen mit Silk Touch und eine Dia Pickaxe. Oh. Also jetzt nicht so einfach, glaube ich. Zumindest nach den Kommentaren her. So. Chemical Synthesizer, dann kriegen wir Gold Reward Ding, aber so ein Synthesizer haben wir noch nicht von den Mind Shem Mod. Achso, den müssen wir auch bauen, uns haben die Zuschauer gesagt. Oh. Wir haben das schon hoch, richtig erkannt mit dem Mikroskop, das heißt, wir brauchen später halt die Maschinen, die das machen. Wir haben halt nur mit dem Mikroskop gesehen, was möglich ist. Also da haben wir uns nicht geirrt. Ah, okay. Ja, dann würde ich. Hat irgendwer noch Holz von euch? Nee. Ich habe Steine gerade geholt hier zum. Weil, guck mal, ich will wenigstens einmal rumbauen, dass die Creeper nicht reinspringen. Weil die kommen hier die ganze Zeit ran. Die kann ich mal von außen reinschlagen, damit die hier landen. Ich bin gerade etwas überfragt. Was weil passiert? Bei einem Quest brauchen wir Moonturf. Und irgendwie habe ich mir gerade einen geholt, aber ich kann trotzdem ein Reward nicht claimen. Peter, Vorsicht, ein Creeper! Was? Mach keinen Creeper. Achso, lol. Ich habe auch einen Kopf auf. Bist cool. Du auch fast tot, anscheinend, ne? Muss man die anders erstellen. Sterben ist hier innen. Man muss Moonturf craften oder so. Ich mach mal lauter meine Meinung. Moonturf können wir sammeln. Ah, naja, wir müssen es craften, damit wir das abgeben können für die Quest. Das wird hergestellt aus Oxygen, aus O und Silicon. Aber ich glaube, das Zeug haben wir noch nicht, deswegen muss ich mal zurückstellen hier. Ich hab einen Diamant. Schon. Nice. Yeah. Ich habe auch noch einen hier. Was können wir jetzt machen? Eine Chisel, cool. Also ich weiß, es ist viel Arbeit, aber wie weit meint ihr, soll ich diesen Zaun machen? Weiter. Schon, einmal oder? Um den Mond. Wie ist das eigentlich, wenn du immer in die Richtung hier läufst, dann kommst du dann auf der anderen Seite wieder raus. Kannst du mal müsste testen. Eigentlich so sein, ne? Das wäre so geil, wenn das so wäre. Kannst du das mal geht kurz aber, glaube ich, nicht. Oh, schade. Ich glaube, ich laufe gleich mal los. Du hast recht, das ist eigentlich so ein gutes Morgentraining, weißt du? So. Aber wer weiß, was man da alles findet. Ich glaube, es gibt auch so Dörfer hier auf dem Planeten. Ja, stimmt, das könnte sollen wir da mal vielleicht erkunden, gleich mal? So. Vielleicht finden wir ein Dorf, was wir plündern können. Dann können wir das hier zumindest schön aufbauen. Wir müssen da noch drauf achten, wir haben nicht so viel Luft, ne? Also jeder von uns, der braucht ja zwischendurch immer gut Luft. Stimmt. Und wenn wir jetzt lange weit weg sind, und ich würde sagen, wir benutzen nicht die, in Anführungsstrichen, ercheateten Dinge, die wir bekommen haben, weil ich habe jetzt wieder Oxygen-Tanks gekriegt. Aha. Aber halt dadurch, dass ich dieses
weil ich gestorben bin, angeklickt habe. Achso, das ist ja klar. Da das kann man ja entsorgen am besten, oder? Ja, das habe ich jetzt in eine einzelne Kiste gepackt, das heißt, ich weiß, dass es da ist. Guck mal. Spark? Jo. LOL! Jo, da kommt der einfach. Deswegen, du kannst das mit dem Fallen Meteor claimen. Warte kurz. Punch. Fallen so. Meteor, wo war das? Auch im ersten? Ja, genau. Weil ich habe gerade einen bekommen. So. Ah, oh, zunächst mal kann ich noch was anderes claimen, nämlich hier, I need my rock. Das haben wir auch noch fertig, da kriegen wir jede Menge Golddinger, Can of Food und ein Reward. Ja, den habe ich ja fertig gemacht, I need my rock. Ach, das meintest du. Da war der Fallen Meteor drin. Was nehme ich denn da unten? Wollen wir Gold nehmen, Essen, oh, lol, ich bin im Busch, oder ein Reward Pack? Also, was kannst du auswählen? Ich kann auswählen Reward Pack, 16 Can of Food, das was zu essen haben, oder halt 127 Gold von dem Mindshare-Mod. Oh, da wäre ich fast von Mindshare-Mod. Ich weiß nicht, wenn wir das an. Haben wir irgendwas Eisenmäßiges? Was hast du da nochmal? Nichts Eisen. Nee, nee, ich hab ein Reward Back. Du kannst das wieder claimen. Ja, ich will's ja claimen, aber ich muss auch so ein Eins so ausruhen von denen. Gold, Essen oder Reward Back. Und das Gold ist von Mindshare, 127 Dinger. Mach, was du denkst. Ich bin mit allem zufrieden. Ich vermute mal, Gold wäre vielleicht sinnvoller. Oder der Reward Back, könnte alles drin sein. Ja, dann gibt's wieder so einen Lava-Tank. Ah ja, toll. Wenn man Pech hat, dann ist das halt so. Vielleicht ist danach voll geil, das Lava zu. Da komm ich in das Goldding, das ist, glaube ich, Safe-Ding. Ja, ich sehe. Großer Baum gut gewachsen, wie lange er zum Abbauen braucht. Yo, guck dir das an, wie viel Holz da oben fliegt. Weihnachten! Holz! Es ist Weihnachten! Was ist denn mit dem Fallen Meteor jetzt da unten? Was kann ich da mal mitmachen mit dem Ding? Du kannst den ins Inventar tun, hat auch ein Zuschauer geschrieben. Ja. Und dann kannst du. Daraus kriegen wir. Wie viel Eisen? Ich glaube, ein Stack Eisen oder so. Ach, wild. Nein, ich verhunger. Iron when broken. Okay, wie können wir denn broken? Können wir den braten? Ich probiere mal aus. Ja, irgendwie so soll das gehen. Oh, wir hatten schon einen Energy Condo, jetzt haben wir 11. Sehe ich gerade. Leute, ihr müsst hier kurz deffen. Die Mobs, die stürmen die Base und ich habe nur ein halbes Herz. Ich bin echt hier gerade am. Warte, ich helfe dir. Töte dich, hast du ja voll. Oh, die halten jetzt nicht viel aus. Ja. Oh, jetzt habe ich dich gekickt. Entwolft böse Viecher. Ach, guck mal, der Creeper. Nein, der sprengt alles in die Luft hier. Nein, bitte nicht. Ah, ja, stimmt. Dann hau ich dir nicht zu, Kev. Ah, ich bin gerade in der Crafting Bench, lass mich in Ruhe. Ich sehe das hier aus dem Augenwinkel nur. Hä? Was hat der denn gedroppt? Okay, Vorsicht, von hinten kommt ein Zombie. Oh, ich dachte gerade. Oh, auf einmal springt irgendwas vor mich. Vorsicht, von hinten kommt ein Zombie. Mein Helm ist gut, ne? Jo. Die droppen Cans of Food sogar, wenn die Kills kriegst du essen. Ah. Nein! Alter, komm aus dem Nichts. Ich bin fast fertig mit der Mauer. Ich glaube, die ist echt essentiell jetzt hier gerade. Ja. Die gehen aber gut ab, die Zombies, ne? Die können schnell laufen. Und die können auch vor allem springen. Haben wir noch zufällig zwei Eisen übrig oder einen Eimer? Warte. Eimer haben wir. Ich habe keinen. Irgendwo haben wir einen Eimer. Lol, ich hänge hier. Stirb. Peter, hau mich raus. Warte. Inventar? Geht? Ah, jetzt bist du draußen. Ja, ich bin frei. Ich habe zufällig einen Eimer im Inventar. Ne, ich habe keinen. Da muss ich. Ah, hier ist ein Eimer, okay. Weil dann kann man wieder was abgeben sogar noch. Cool. Ach, stimmt, das Wasserding, ne? Ja. Ja, stimmt, wir haben das was. Kriegen wir Zuckerrohren und Titanium oder ein Rewardback? Titanium von Mindshare? Also, kann man halt wahrscheinlich. Ich glaube, die kommen hier nicht rüber, oder? Stimmt, Titanium. Nee, zwei hoher Zaun kommen die nicht rüber. Guck, jetzt sind die wenigstens raus. Haben wir Zuckerrohr generell? Weil wir brauchen. Ja, jetzt habe ich Zuckerrohr gekriegt. Ja, wir haben Zuckerrohr-Seeds gekriegt. Die haben wir. Die müssen wir so anpflanzen wie ein Kaktus. Und wir haben, by the way, schon zwei Kaktus-Gewinn gemacht, Freunde. Haben wir hier drin? Hier drin haben wir Sand, aber wollen wir das Zucker halt drin anpflanzen irgendwie? Dass wir Wasser legen? Dann müsstest du Wasser halt hinlegen und danach geht's. Ja. Ja, erstmal. Also, wir brauchen zumindest ein Buch für dieses Mikroskop. Dann können wir nämlich die Sachen. Alter, guck mal, der Penner ist hier rübergelaufen, will sich verarschen. So. Ah, stirb. Weil wir müssen nur eine Kartoffel und irgendwas anderes sieben, ne? Ich probiere mal eben. Ich hatte gerade Glück. Ja. Kartoffel sieben. Mach du mal weiter. Eine Kartoffel hast du rausbekommen. Röhre, glaub ich. Ja, genau. Das ist echt gar nicht so leicht hier, ne? Ich meine, man denkt erstmal so, nur ein bisschen basic aufbauen, dann kommt jetzt auf mal ein Monster und die stürmt dir die Butze weg. Ja, und es wird nicht mehr hell. Nie mehr. Achso, wir haben noch gar keinen. Doch, wir können ein zweites Wasser theoretisch haben. Weil wir haben hier noch einen zweiten Eisblock. Was? Wie geil ist das denn? Spinnen, die können. Oh ne, die können doch den Zaun hochklettern. Wir haben nur eine endliche Wasserquelle jetzt. Ach, stimmt, mit zwei Wasser? Ja. Ey, hier sind richtig viele Spinnen. Peter, komm hoch. Spinnen, wo sind sie? Da. So, dann setz hier mal das Zucker rein. Also innen drin bei uns wechselt es auch Zucker. Sehr gut. Ich habe jetzt 11 Fäden. Zack.
Ich hab ich drop den dir mal. Ja, gib mal bitte, dann mach ich mal ein Bett. Nein, die hab ich über den Zaun drüber gedroppt. Ist ja schon. Lauf. Eine Kiste oder sowas hier. Die Pfeile, mach ich aus, genau. Komm, gib mir den Faden. So, mehr habe ich nicht mehr. Also ich habe kein Holz mehr. Ich muss wieder Holz farmen, ne? Krass. Ist dir klar, dass ich schon 20 Bäume oder so gefällt habe? Echt? Die nur in Zäune verwandelt habe? Ah, guck mal, ich habe Strings. Da habe ich jetzt 3 Wolle, mache ich schon mal ein Bett mehr, ne? Also wenn wir 3 Eisen überhaben, wäre ich echt dankbar für eine für eine Eisenaxt. Aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nein, ich glaube noch nicht. Also ein Eisen habe ich noch hier, aber... Habt ihr Holz eingesammelt? Weil das fliegt ja immer kreuz und quer. Ich habe natürlich ein Quest, welches bekommen, wenn du willst. Ja, Holz auf jeden Fall, da muss ich nicht so viel farmen. Blub, da, jetzt, ich hab dir erstmal Fett hingeworfen. Danke sehr. Wie viel? So, 32 oder nee, 24 oder so. Oh, das ist gut. So. Lol. Das Holz. Ach, schade, ich dachte, der Mod wäre ja drauf. Sämtliche Elemente hier in der Kiste raus oder so. Oh. Und ich gebe dann auch gleich an den Kev ab, denn die Folge ist vorbei. Was? So schnell? Das glaube ich nicht. Ja gut, wir sind jetzt, wir haben also 3 Quests, glaube ich, abgegeben. Das ist gar nicht mal so schlecht jetzt gewesen. Holz! Ich will noch kurz Holz haben, ich habe keins gekriegt. Von den Quests her ganz nice. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich das auch gerade mal. Wir gucken, wie es weitergeht. Wir haben noch ganz viel vor uns. Und wir sehen uns beim Kev. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Lass krachen. Und tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.